Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer Vorschau auf die U20-WM. Heute schauen wir erneut drei Stürmer an, zwei, die es vermutlich schwer werden haben, ins Kader zu arbeiten, und einen, der für mich ganz klar gesetzt ist. Fangen wir mit dem Fabian Haberstich an. Er ist in Langnau geboren, ist 19 und spielt auf dem Flügel. Aktuell spielt er beim EV Zug, hat dort einen Vertrag bis 2018. Der Fabian Haberstich hat letztes Jahr 2015 den NHL Entry Draft das Nummer 92 gehabt von Central Scouting, von den europäischen Feldspielern. In diesem Jahr muss er um seinen WM-Platz kämpfen, aber er könnte gut sein auf der Flügelposition in der vierten Linie. Vom Spiel her ist er defensiv ausgerichtet und ist eine Art wie ein Alain Berger. Muss aber an Muskelmass zulegen, damit er mehr Kraft aufs Eis bringen kann. Er hat eine Schwäche, und die ist, dass er viele dumme Strafen nimmt. International ist er noch nicht so wahnsinnig und in Erfahrung getreten, hat aber im Ivan Linka bereits gespielt. Dort hat er in 4 Spielen 2 Assists gegeben und hat 31 Strafminuten abgesessen. Denn international hat er ebenfalls noch auf dem U16-Level gespielt. Dort hat er in 16 Spielen 16 Goal gemacht, 12 Assists gebucht und 28 Punkte total. Wie gesagt, der Fabian Haberstich, er muss kämpfen für einen Platz im WM-Kader. Auch der nächste Spieler ist ein Zoger, er spielt bei der EVZ Academy. Er ist aktuell unter Vertrag bei den Zoger bis 2018. Der Timo Hausener hat eigentlich alles, was ein guter Spieler ausmacht, aber bis jetzt hat er das noch nicht können umsetzen. Auch er muss sehr wahrscheinlich um einen Platz im Kader kämpfen. Erschwerend kommt bei ihm dazu, dass er weder am Ivan Linka noch an der WM je gespielt hat. Und wenn er eine Chance bekommt, ins WM-Team reinzukommen, dann sehe ich ihn in der vierten Linie. Er hat in diesem Jahr noch keinen einzigen NLA-Einsatz gehabt und ist in der OHL eher unbedeutend gewesen. Er muss noch mehr Akzente setzen. Bei der Golfstorm in der OHL hat er 22 Spiele bestritten, 3 Assists gebucht und ist 6 Strafminuten abgesessen. Bei ihm dort sehe ich einfach das grosse Problem für ihn, dass er international noch nicht so eine grosse Erfahrung hat. Der Timo Hausen ist für mich ein Aussenseiter, für an dieser WM dabei zu sein. Der nächste Spieler, den ich euch vorstellen will, ist ein Walliser. Er kommt aus Natters, ist 17. Ich rede vom Nico Ischier, nicht vom Luca Ischier, seinem Bruder, der beim SCB spielt. Der Nico Ischier, den habe ich das erste Mal gesehen, 14, 15 an der Weltmeisterschaft, U18 Weltmeisterschaft in Zug und Luzern. Und von denen weg, ich gebe es zu, bin ich effektiv ein Fan von ihm. Er macht nicht viel falsch, Nico Ischier. Er macht sehr, sehr viel richtig. Aber ich schaue zuerst das Manko, das er hat, anschauen. Und sein Manko ist die defensive Arbeit nach hinten. Manchmal ist er dort noch etwas zu verspielt. Manchmal ist er dort noch etwas zu wenig zuverlässig. Und zudem fehlt ihm Kraft an der Bande, die Muskelmasse, die man dort braucht. Die muss er noch zulegen. Weil im Infight, wenn ihm ein anderer Verteidiger aufsetzt, dann kommt er dort auch meistens als Verlierer raus. Aber in seinem Alter, das ist kein Problem. Das holt er noch hoch. Das kann er noch verbessern und wird er auch verbessern. Kommen wir zum Positiven. Stocktechnisch, läuferisch und Spielübersicht. Da habe ich in Europa noch selten einen Spieler gesehen in dem Alter, der schon der reif war. Stellt euch vor, im Jahr 14, 15, als er das erste Mal gespielt hat auf internationalem Niveau, hat er bereits 7 Schüsse können abgeben auf das Goal. Hat eine plus 4 Bilanz gehabt. Und für mich war er eigentlich ganz klar gewesen,
Das wird einmal ein Spieler werden, der es weit bringen kann. Und meine Einschätzung hat mich dann nicht getäuscht. Schon bereits das Jahr darauf in Finnland hätte ich überzeugen können. In 6 Spielen hat er zwar, in Anführungszeichen, nur 2 Assists können buchen. Ist mit einer -2 Bilanz vom Eisgang und hat nur einen Schuss abgegeben. Aber wenn wir auf die U18 WM in Grand Forks schauen, von letztem Jahr, von letzter Saison, 5 Spiele, 1 Goal, 3 Assists, 4 Punkte. Und das mit 4 Strafminuten, mit keiner einzigen Strafminute. Eine -1 Bilanz, 19 Schüsse und dann noch Top 3 Spieler zu werden vom Team. In seinem Alter, das sagt sehr viel aus. Genau das Gleiche an der U20 WM in Finnland von letztem Jahr. Dort hat er 6 Spiele bestritten, 2 Assists gebucht. Eine -2, aber auch nur einen Schuss abgegeben. Es hat doch etwas damit zu tun, dass der Nico Ischier sehr, sehr selten in die Offensive hat sich eingeschaltet. Das Jahr sieht alles ganz anders aus. In der Quebec Major Junior Hockey League mit den Halifax Mooseheads ist er der spielbestimmende Spieler auf dem Eis. Er führt eine Linie, er spielt Centerrolle, er fühlt die richtig gut aus. Und so erstaunt es mich auch nicht, dass er mit 43 Punkten aus 25 Spielen und nur 10 Strafminuten top ist in diesen Sparten. Der Nico Ischier, für mich persönlich, er wird nicht einer sein, der vielleicht irgendeinmal gezogen wird in einem Draft. Für mich ist er ganz klar ein Nummer 1 Kandidat für im Draft dieses Jahr. Wenn man ihn nicht zieht als Nummer 1 oder Nummer 2, dann muss ich ein bisschen anfangen zu zweifeln an den Kanadiern, ob sie einfach die nordamerikanischen Stürmer besser beurteilen, besser anschauen, als es ein Europäer ist. Und speziell, wenn es dann noch einer ist aus der Schweiz, dann haben sie sowieso viele Trollläden ab und sagen, den wollen wir nicht. Aber der Nico Ischier, wenn er sich weiter so entwickelt, ist das für mich einer der kommenden Superstars in der NHL. Er wird das Jahr in New York, wo das Drafting stattfindet, ganz klar in den ersten 5 Picks weggehen. Ich hoffe, er wird das Nummer 1 sein, weil das hat er. Das Potenzial zu einem Nummer 1 Draftpick. Jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Abend, einen ganz schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss zusammen.